Aber die Astrologie habe ich auch mit Tarotkarten weiter illustriert. Die Bilder, die ihr jetzt sehen werdet, die haben nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen astrologischen Konstellation zu tun. Manche ja, manche nein. Ich bin da eher vom Visuellen ausgegangen, um einfach etwas zu illustrieren, wie ich eine Konstellation empfinde. Und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mitnehmen. Als erstes hatte ich euch ja gesagt, möchte ich die Konstellationen nehmen, die uns zu Beginn des Jahres ja in dieses Jahr einleiten sozusagen. Und da fangen wir an damit, dass wir zwei der sogenannten Langsamläufer, der Planeten, die sehr, sehr langsam durch den Tierkreis laufen, angefangen von Jupiter, der 12 Jahre braucht, um sich einmal durch den Tierkreis zu bewegen, dass diese beiden Planeten im Stier stehen. Und das ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, denn Uranus, der läuft schon seit 2018 durch den Stier. Und Jupiter ist Mitte letzten Jahres dazugekommen. Am 15. Juni 2023 ist er in den Stier eingetreten. Was wir seit Uranus im Stier gelernt haben, ist das Thema, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wenn Uranus, der Planet der Technik, der Mutation, der Revolution durch das ja, Stierzeichen, das sehr irdische, erdende Stierzeichen läuft, dann haben wir vor allem Themen wie Ökologie auf dem Plan. Wir haben auch noch andere Themen auf dem Plan, wie zum Beispiel Finanzen, wird auch dem Stier zugeordnet. Oder das Thema Heimat ist ein Stierthema. Und all diese Themen, noch einige andere, wurden seit 2018 sehr stark in den Fokus unseres Bewusstseins gerückt. Und ich bin mir sicher, wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt, dann fallen euch auch einige Themen dazu ein. Uranus ist der Planet der Wissenschaft. Und deswegen haben wir seit 2018 wirklich viel über die Konsequenzen von wissenschaftlichen Entwicklungen gelernt. Der Weg ist aber noch nicht zu Ende, denn Uranus wird bis zum 7. Juli 2025 noch im Stier bleiben. Und das und andere Faktoren, über die ich noch sprechen werde, lässt darauf schließen, dass wir 2024 noch längst nicht am Ende der Entwicklung angekommen sind, die immer gerne als diese legendäre Zeitenwende bezeichnet wird. Wir haben dieses Jahr ein Übergangsjahr. Wir hatten auch seit 2020 eigentlich Übergangsjahre, die sich immer ein bisschen mehr hochschaukeln. Aber 2024 ist so ein bisschen, ein Astrologe hat das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, die Jahre von 2020 bis 2023 waren der Trailer. Und ab jetzt beginnt eine Netflix-Serie, die dann ungefähr 20, wie sagt man nicht Episoden, sondern ich habe gerade das Wort nicht. Staffeln, 20 Staffeln haben wird und 2024 wird so ein bisschen die erste Staffel davon sein. Aber die Protagonisten werden eigentlich erstmal so vorgestellt und es geht noch gar nicht so sehr darum, dass sich der komplette Plot absolut entfaltet. Also bei Jupiter und Uranus, die wissenschaftlichen Entwicklungen enthüllen sich. Als Uranus in den Stier ging, eigentlich fast taggenau, hatten wir Fukushima. Das war so womit das Thema Wissenschaft und ja, unsere Ressourcen begann, was natürlich ein heißer Auftakt war. Und was wir lernen sollen oder auch schon sollten seit 2018, ist, dass wir neue Wege finden, um im Einklang mit der Natur und auch unseren persönlichen Ressourcen zu leben. Und ja, da sind wir gut dabei. Und ich bin sehr gespannt, wie das bis ja, Mitte 2025 sich noch entfalten wird. Wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit, da noch ganz toll Land zu gewinnen.
Ich beobachte natürlich immer, was sich so zu diesem Thema dann im Laufe der Jahre entwickelt. 2019 hatten wir den Beginn von Fridays for Future, was auch in diese Richtung geht. Der Uranus wird immer gerne mit den Revolten der Jugend auch verbunden. Wir hatten den Hambacher Forst. Wir hatten dann überhaupt viele Besetzungen von Waldgebieten. Und 2022 kamen dann die Energie- und Klimathemen dazu. Wir hatten auch den Kampf um Ressourcen, spätestens ab 2022. Und 2023 wurde es dann noch ein Tacken brutaler mit der Last Generation. Und ganz aktuell, brandaktuell haben wir die Bauernaufstände, wie ich sie liebevoll nenne. Also alles Themen, die mit dieser Sache zu tun haben. Es ist kein Wunder, dass es gerade 2023 so eskalierte, weil da ging Jupiter in den Stier und gesellte sich zu Uranus. Und alles, was Jupiter berührt, wird größer und wird mehr in den Brennpunkt gerückt. Und wir können davon ausgehen, dass weiterhin wir heiße Phasen dieser Themen haben werden. Jupiter wechselt im Juni das Zeichen, aber bis dahin geht es noch mal richtig rund, was diese Themen betrifft. Andere Themen hatte ich ja angesprochen, sind Banken, ne? Wie bei Uranus im Stier beginnt jetzt die Tendenz, entweder alles total mit der Technik zu lösen oder aber back to the roots zu gehen. Und gerade bei Banken haben wir natürlich die Bitcoins, ne, oder bei den Finanzen und auf der anderen Seite das Ich will nur bar bezahlen. Unter diesen Transiten ist die KI groß geworden. Und da gibt es auch noch andere Faktoren, auf die ich gleich zu sprechen komme. Das ganze Thema der Identität neben der Heimat. Nicht nur, wo bin ich zu Hause, sondern was für einem Körper bin ich eigentlich? Was ist da meine Identität? Das Thema des Transgenders ist auch ein Thema, was dazugehört. Und Veränderung von Nahrung, darüber nachdenken, wie man mit Nahrung umgeht, was man braucht, um persönlichen Wohlstand zu leben. Muss ich ein dickes Auto haben oder geht es auch mit Leasing oder sonst etwas? Greifbare Werte gegen soziale Werte, all das sind Themen, die uns auch noch weiterhin beschäftigen werden. Auf jeden Fall bis 2025, aber vor allem bis diesen Juni wird das nochmal sehr intensiv werden. Die zweite Konstellation, die wir gerade aktuell haben, ist, dass sowohl Neptun als auch Saturn in den Fischen sind. Und da habe ich einen Fehler, sehe ich gerade. Da sollte nicht 7 der Münzen stehen, sondern es sind die 8 der Kelche. Die 8 der Kelche ist tatsächlich die Karte im Tarot, die Saturn in den Fischen zugeordnet ist. Und ich finde, sie passt aber auch sehr gut zu diesem Gefühl, dass Neptun und Saturn in den Fischen vermitteln. Neptun ist schon seit Ewigkeiten in diesem Zeichen. Seit 2011 befindet er sich in den Fischen und er wird noch bis Januar 2026 dort bleiben. Das bedeutet wieder, dass 2024 eben nicht ein Jahr ist, wo wir in diese ganz neue Energie kommen, sondern wo die immer mehr angeteasert wird. Und das wird sie aber schon seit ungefähr 2020. Neptun steht dafür, was so der Zeitgeist ist. Und das letzte Mal, als Neptun durch die Fische gereist ist, das war um die Revolutionen der 1840er Jahre. Die Aufstände der Armen, die Aufstände wo es um Soziales ging. Damals ist daraus die Arbeiterbewegung entstanden, unter anderem. Die Frauenbewegung kam dann immer stärker hervor und so. Also aus Wut der Massen bewegt sich da etwas wenn Neptun durch die Fische geht. Und ich finde, auch da erfahren wir gerade genug. Da können wir auch reichlich Parallelen zu sehen. Auch Fluchtbewegungen haben damit zu tun. Neptun und die Fische, die stehen für die Heimatlosen eben. Und ja, da haben wir auch genug Themen dazu. Neptun verstärkt auch so das
progressive Denken einerseits, aber auch das reaktionäre Denken. Neptun entwickelt gerne Parallelwelten. Das ist das Thema, was ich schon bei der Hohepriesterin angesprochen habe. Und ja, der zeigt uns halt auf, so könnte es auch gehen, auch wenn wir jetzt in einer anderen Welt gerade sind. Dies könnte eine Parallelwelt sein. Neptun ist der Planet des Zelluloids und der Filme und schreibt halt auch die Fantasy-Romane. Und seitdem Neptun durch die Fische geht, hatte Fantasy auch einen ziemlichen Hype. Ich glaube, Game of Thrones kam im Jahre 2011 heraus. Und das war ja so einer der Meilensteine, der dann auch Nicht-Gamer in die Fantasy-Szene gezogen hat, würde ich das so ein bisschen beschreiben. Neptun tendiert dazu, die Realitäten des Lebens auszublenden, flüchtet sich eher gerne in Parallelwelten. Auch das machen wir, indem wir immer mehr die Social Media nutzen. Und er macht auch solche interessanten Dinge, habe ich festgestellt, wie das Blindcasting, also dass man jetzt inzwischen People of Color mit Rollen betraut, die eigentlich von weißen Menschen gespielt werden müssten, wie zum Beispiel die Königin von England. Was ich auch, ja, ich weiß nicht, ob ich es total okay finde, aber was ich dann seltsam finde, ist, und das wird immer mehr passieren, wenn ich dann auf Wikipedia gehe, lese ich, dass es tatsächlich eine schwarze, eine People of Color Queen of England gab, weil manche Menschen diese Themen dann tatsächlich denken, dass sie wirklich passiert sind. Und ich glaube, wir werden unter diesem Aspekt noch viel an Geschichtsumschreibung feststellen. Da wird noch einiges passieren. Auch das Thema Fake News kam unter Neptun in Fischen auf. 2016 war das, wurde dieses Wort quasi ins Bewusstsein gerückt. Und dieses Thema, was ist wahr, was ist nicht wahr, das wird immer stärker werden. Gerade jetzt in diesem Jahr. Es hat letztes Jahr angefangen, denn Saturn, der Planet, der Dinge manifestiert, in die Wirklichkeit immer mehr bringt, der arbeitet jetzt halt mit Neptun zusammen. Und es läuft jetzt darauf hinaus, dass wir eine Konjunktion dieser beiden Planeten bekommen werden. Saturn rückt immer näher an Neptun heran. Die treffen sich zwar auch erst im Februar 2026. Und dann im Widder. Aber bis dahin wird dieses Thema, alle diese Themen, die ich genannt habe, immer stärker werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann am 20. Februar 2026 entladen werden. Es ist so interessant, weil die Fische ja das letzte Zeichen des Tierkreises sind. Gerade jetzt arbeitet der Planet der Fantasie in diesen Zeichen schon seit vielen Jahren. Saturn, der holt noch mal alles hoch, was durch seine ganze Reise der letzten 30 Jahre er erlebt hat. Er braucht ja ungefähr 30 Jahre, um den Tierkreis zu laufen. Neptun braucht an die 140 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Und all das kommt jetzt zusammen und wird sich 2026 irgendwie manifestieren. Und das ist, glaube ich, ein großer Wendepunkt. Also dieses Datum könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Überhaupt ist diese Konstellation, die ich gerade beschrieben habe, besonders relevant für alle von euch, die ihren Saturn in den Fischen haben oder im Widder. Und das sind die Jahrgänge, die zwischen 1964 und 1967 geboren sind, aber auch die, die zwischen 1993 und 1996 geboren sind. Oder wenn ihr ein Tickchen älter seid, zwischen 1935 und 1938. All die haben da gerade sehr intensive Themen mit. Ich habe noch zwei Starterenergien und dann könnt ihr gerne was fragen. Pluto im Steinbock, da muss ich, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden, denn Pluto war jetzt, wie gesagt, 15 Jahre im Steinbock, das habe ich am Anfang dieses Vortrags erwähnt. Und er ist gerade jetzt, aktuell im Januar, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, mit ganz vielen anderen Planeten im Steinbock unterwegs.
Pluto hat uns in den letzten 15 Jahren gezeigt, er ist seit 2008 im Steinbock gewesen, was gesellschaftlich einfach nicht mehr funktioniert, was nicht mehr relevant ist, also was marode und morsch ist sozusagen. Unter anderem unser Bahnsystem, das ist ein sehr schönes plutonisches Bild, was da gerade mit der Bahn passiert. Kurz vor Ende der Pluto im Steinbock-Zeit wird jetzt aufgeräumt da, aber es hat sich halt, also Pluto arbeitet halt so langsam. Wenn wir nichts verändern, was plutonisch in unserem Leben ist, ich nenne das immer unsere Baustellen, dann ackert der halt so lange, bis es tatsächlich doch gemacht wird. Der gibt nicht auf, wir sind nicht so stark wie Pluto als Menschen. Und ja, ganz am Ende wird dann doch klar, wir müssen jetzt, wir können nicht mehr so auf Reserve fahren, wie wir das bisher getan haben. Und das sind so in unser aller Erleben die wichtigsten Themen. Er hat uns viel über unsere Grenzen gezeigt, die Gesetze, die wir haben, hinterfragt und überhaupt über darüber nach uns darüber nachdenken lassen, ob das System, in dem wir gesellschaftlich unterwegs sind, überhaupt noch funktioniert. Ne? Alle Strukturen werden hinterfragt und da der Steinbock das Zeichen der Gesellschaft ist, ist das natürlich vor allem auch im Politischen der Fall gewesen und auch da wissen wir, wo wir jetzt stehen. Das vierte Thema, was uns auch schon eine Weile begleitet, seit Juli 2023 begleitet uns das, ist die Mondknotenachse, die jetzt durch Widder und Waage läuft. Und das macht sie noch bis Ende 2025. Und im Augenblick, die Mondknotenachse, die steht ja dafür, welches seelische Wachstumspotenzial wir haben, wie wir unsere seelischen Ressourcen nutzen können, um uns weiterzuentwickeln. Und die Achse Widder Waage, das ist die Achse der Beziehungen. Das heißt, seit Juli werden unsere Beziehungen sehr stark hinterfragt. Der Widder, der hat den aufsteigenden Mondknoten in seinem Zeichen und man sagt, dass das Zeichen, das gerade den aufsteigenden Mondknoten in sich trägt, das ist das, was es zu entwickeln gilt. Und ja, der Widder, der fordert uns dazu auf, mutiger zu sein, Unternehmertum zu entwickeln und Eigenständigkeit und das auch gerade im Bereich der Beziehungen. Und ich habe das hier als Motto gewählt, stehe für dich ein. Der absteigende Mondknoten in der Waage, der fordert uns dazu auf, obwohl wir für uns einstehen sollen, gerecht dabei zu sein und fair. Und ja, mit diesen beiden Gedanken, unsere Beziehungen zu uns selbst, aber auch zu allen Menschen, mit denen wir uns umgeben, zu hinterfragen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Bevor ich jetzt auf die Monatsenergie eingehe, noch ein Hinweis für alle, die noch ein bisschen persönlicher gucken wollen. Wenn ihr eure Stierthemen hinterfragen wollt, dann wäre es gut zu schauen, was habe ich zwischen 20 und 25 Grad im Stier? Denn da diese 5 Grad wird Uranus durchlaufen dieses Jahr. Jupiter geht da auch drüber, aber der geht noch weiter. Wenn ihr die Themen von Neptun und Saturn hinterfragen wollt, dann müsst ihr, Moment, habe ich das denn aufgeschrieben? Zwischen 25 und 28 Grad Fische für die Neptun-Themen schauen und für die Saturn-Themen zwischen 3 und 15 Grad Fische. Bei Pluto schaut ihr zwischen die Themen 29 Grad Steinbock und 2 Grad Wassermann. Und bei den Mondknoten habe ich das jetzt nicht aufgeschrieben, weil ja, da wird fast eine komplette Hälfte der Mondknoten, der Widder- und Waage-Themen angesprochen von. Ja, das sind die Startenergien, mit denen wir uns aufmachen.
Und dazu beantworte ich jetzt auch sehr gerne eure Fragen. Aber vor allem muss ich einen Schluck trinken. Cheers.